Ehre sei Gott in der Höhe. Friede, Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Lesung aus dem Buch Nehemia. Tobit in der Heimat. Ich, Tobit, habe mit mein ganzes Leben lang an den Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit gehalten, und ich habe den Brüdern aus meinem Stamm und meinem Volk, die mit mir zusammen in das Land der Assyrer nach Nehemia gekommen waren, da aus Barmherzigkeit viel geholfen. Als ich noch in meiner Heimat im Land Israel lebte, ich war damals ein junger Mann, sagte ich das ganze Geschlecht meines Stammvaters Naphtali und Tempel in Jerusalem los. Jerusalem war die Stadt, die aus dem ganzen Stammesgebiet Israels ausgewählt worden war, damit alle Stämme dort ihre Opfer darbrachten. Dort war der Tempel, die Wohnung des Allerhöchsten, für alle Geschlechter und für alle Zeiten geweiht und erbaut worden. Alle Stämme, die sich losgesagt hatten, opferten ein Stierbild des Baals, auch das Geschlecht meines Stammvaters Naphtali. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der 4000. In jenen Tagen war auch wieder einmal viele Menschen um Jesus versammelt, da sie nichts zu essen hatten. Er verdiente zu sich und sagte: Ich habe Mitleid mit diesen Menschen,
die sie schon 3 Tage mit mir und haben nichts mehr zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schickte, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weitergekommen. Seine Jüngerin antwortete ihm, woher soll man in dieser gewohnten Gegend Brot bekommen? Und seit Satz werden, er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworten 7. Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Dann nahm er die 7 Brote, sprach das Dankgebet, brachte 7 Brote und brach sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und der Jünger teilten sie an die Leute aus. Sie hatten noch ein paar Leute Fische bei sich. Jesus segnete sie und lasse sie auch sie aufstellen. Die Leute aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übrig gebliebenen Brotstücke an 7 Körbe voll. Es waren etwa 4000 Menschen beisammen. Danach schickte er sie nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern aufs Boot und fuhr in das Gebiet von Dalmanuta. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. So sind wir im Monat Mai und Ostern ist vergangen. Wir hatten das erste Mal, dass ein Kollege von mir da ist, jetzt habe ich die Kirche immer selber gemacht. Feste Darstellung des Herrn Maria im Tempel wurde hier der erste Gottesdienst wieder gefeiert im Jahr. Es war nicht einmal Weihnachten so. Und so haben wir jetzt hier versammelt, auch wenn es nur einer ist. Aber wir voll Güte auch an Maria, unsere Frau, unsere Schutzmittlerin, unsere Fürsprecherin. Ich merke gerade, ich habe Maria vergessen, der kommt zum Schluss dran. Durch Handy haben wir noch mehrere Zuschauer. Und durch mehrere Handy haben wir noch mehrere Zuschauer. Ja. Aber gut, spielen gibt eine TikTok eine. Okay. Aber gut, ich bin zwar kein Fahrer, aber ich platze trotzdem ein und bitten wir um Segen, wo wir ein Hausgottesdienst dargestellt werden. Und so wollen wir gemeinsam Gottes Wort denken und danken. Und heute haben wir gute Tat verbracht, wir waren heute in Passau. Wir konnten heute Ersthelfer sein und darum danken wir Herr Gott, dass wir da sein konnten und es gut machen konnten und dass alles eigentlich gut geworden ist. So danken wir Maria und bitten um ihren Segen. Okay. Maria, durch ein Wunder komm, uns heil sein Wort geschehen. Dank sei dem Herrn, der größer ist als alle Macht. Thank you.
Was ist das für dich? Breit den Mantel aus, stellt Schutz ihrem Herrscher in das Haus, Patronin voller Güte, das Bayernland behüte. Maria, Schutzfrau, Mittlerin, du kommst zu uns als deiner Schirr und gibst uns in diesem Land die glorreiche Himmelschin, Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. Ich habe noch gleich gar nicht gesagt, dass wir eine Art Hausgottesdienst machen, aber mit Maiandachtbegleitung. Gott, komm mir zu Hilfe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, Herr, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allen Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er unsere Welt vor der Erschaffung der Welt, damit heilig und unteilig vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie geschenkt, uns geschenkt, in seinen geliebten Sohn, durch sein Blut haben wir die Erlösung des Vergebungs der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns beschenkt mit aller Weisheit und Einsicht. Und er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie es gnädig im Voraus bestimmt hat, die Fülle der Zeiten heraufzuführen in Christus und alles, was im Himmel und auf Erden ist, ihn zu vereinen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn, Heiligen Geist, Amen, so wie jetzt in aller Zeit und Ewigkeit, Amen. Wie soll das geschehen? Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, du wirst empfangen, deinen Sohn wirst du gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Er wird du groß sein und sein Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Herrscher wird über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria fragte aber den Engel: Wie soll das geschehen, da ich meinen keinen Mann erkenne? Gott, wir schauen auf Maria. Sie ist gesegnet von dir und dein Leben ist ein Segen für uns, weil sie ein Gespür für dich hat. Gott, wir danken dir, Gott, weil du auf Maria gehört, erwähnt hast. Wir danken dir, Maria, weil du auf Gott gehört hast. Gott, wir schauen auf Maria, sie ist gesegnet von dir, ihr Leben ist ein Segen für uns, weil ihr Vertrauen größer ist als ihre Angst. Wir danken dir, oh Gott, weil du Maria erwähnt hast. Wir danken dir, Maria, weil du auf Gott gehört hast. Gott, wir schauen auf Maria, sie ist gesegnet von dir, ihr Leben ist ein Segen für uns, weil die Angst sie nicht überwinden kann. Wir danken dir, Gott, weil du Maria erwähnt hast. Wir danken dir, Maria, weil du auf Gott gehört hast. Gott, wir schauen auf Maria, sie ist gesegnet von dir, dein Leben ist ein Segen für uns, was ihre Fragen offen ausspricht. Wir danken dir, Gott, weil du an Maria gewählt hast. Wir danken dir, Maria, weil du auf Gott gehört hast. Gott, wir schauen auf Maria, sie ist gesegnet von dir, dein Leben ist ein Segen für uns, weil sie bereit ist, Gnade von dir zu empfangen. Wir danken dir, Gott, weil du auf Maria gehört hast. Wir danken dir, Maria, weil du auf Gott gehört hast. Großer Gott, du unser Vater, im Blick auf Maria erkennen wir unser Leben. Du sagst auch zu uns: Fürchtet euch nicht, ihr werdet von mir Gnade und Heil empfangen. Gott, wir schauen an dich jede Frage. Gott, wir dürfen an dich jede Frage stellen. Wir sollen nur mehr auf Gott, wir vertrauen auf dich und deinen Sohn, Jesus, unseren Christus, unser Herrn. Maria, du hast deine Hände von Gott geöffnet, um seinen Segen zu empfangen und reichlich mitzuteilen zu denen, die wir kommen. Maria, wir rufen zu dir. Maria, Mutter der Kirche, höre uns. Für die Kirche, das heilige Volk Gottes, das lebe im Heiligen, der geistigen Weisungen. Maria, Mutter der Kirche, höre uns. Für die Kirche in ihrer Zertrennung, dass sie wieder zur Einheit im Glauben finde. Maria, Mutter der Kirche, höre uns. Für alle christlichen Familien, dass sie zu Städten des Vertrauens und Hoffnung werden. Maria, Mutter der Kirche, höre uns. Für die Kirche in unserem Land, dass sie die Ängste der Menschen versteht und ein Ort der Begegnung sei. Maria, Mutter der Kirche, höre uns. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, Heilige Gottes Gebärerin. Verschneide nicht unser Gebet, unsere Nöten, sondern löse uns von jederzeit vor allen Gefahren. O du glorwürdige und gebedeihte Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. Versöhne uns mit deinem Sohn, wir fühlen uns deinem Sohn, stell uns vor deinem Sohn. Amen. Christus, unser Herr, wir verehren deine Mutter auch als unsere Mutter
Achte auf ihre Muttersprache und mache deine Kirche zu deinem heiligen Volk, zu dem du sie berufen hast. Bitte du die Liebsten herrschen Ewigkeit. Amen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, das voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebetet, und gebetet ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der deine Angst in Gnade verwandelt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der schon Herrschaft gerettet haben wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir bitten Gott um seinen Segen. Der gute Gott segne und behüte uns auf den Wegen, die wir jetzt gehen. Er sei uns gnädig und begleite uns, bleibe uns nahe, wenn es uns schwerfällt, unsere Bequemlichkeit zu bekämpfen. Er stehe uns bei und stärke uns, denn wir seine Anführer als hart zu finden. Er öffne unser Herz, auch unser Herz, damit die Weisheit unserer Geburt erkennen. So segne uns der gute Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Jungfrau, Mutter Gottes, mein, lass mich ganz dein eigen sein. Deinem Leben, deinem Tod, deinem Unglück, Angst und Not, deinem Kreuz im Mitleid, deine wird seine Ewigkeit. Mutter, auf dich Hoffnung baue ich, Mutter, dir rufen seufze ich. Mutter, so auf dich stehe bei, Mutter, du kannst mir helfen, Mächtigste. Du wirst mir helfen, Gütigste. Du musst mir helfen. Maria, ich beschütze mein Dat, dein heiliges Wort selber. Jungfrau, Mutter Gottes, mein, lass mich ganz dein eigen sein. Dein Leben, deinen Tod, deine Unglück, Angst und Not. Dein Kreuz und Bitterleid, deine verzeihte Ewigkeit. Jungfrau, Mutter Gottes, mein, lass mich ganz dein eigen sein. Du darfst die Kamera irgendwie hinstellen. So, ja. So, soll ich leiten? Ja. Okay.